Hallo, ihr Weinküken, und damit recht herzlich willkommen auf meinem Rosin-Kanal. Jo, Freunde. Vorab noch ganz herzlichen Dank an meine Unterstützer natürlich. Darf man natürlich auch nicht vergessen für ihre Hilfe, ohne die es nicht machbar wäre, den Kanal weiterzuführen in dem Format und allem drumherum. Nur so kann es weitergehen. Und sie sind mir so eine große Hilfe und vielleicht kann sich ja der eine oder andere auch dazu bewegen, mich auf diese Art und Weise zu unterstützen als Mitglied oder so. Wäre eine feine Sache. Ne? Aber euch vielen Dank, Freunde. Ihr erhaltet den Kanal am Leben. So, SM Teddy, apropos SM Teddy, der liebe Peewee, einer meiner treuesten Weggefährten in der heutigen Zeit, hat einen Vorschlag gemacht, dass jetzt der SM-Teddy das neue Maskottchen werden wird. Oder werden sollte, ne? Ihr kennt SM-Teddy. Also das neue Maskottchen SM-Teddy. Neue Maskottchen des Kanals ist SM-Teddy. Vielen Dank, Pivi, für diese Idee. Hat mir sehr gut gefallen. Mal schauen, was man daraus machen kann. Wenn ich jemand hätte, ich würde auch sogar ein eigenes Video mit ihm machen, so. Aber ich kann das ja nicht, weil ich bin zu blöd für. Aber jetzt, um was es hier eigentlich geht, in diesem kuriosen Vlog. Ich könnte auch vielleicht daran erinnern, ich habe mal ein Vlog gemacht über pfefferhaus.de. Die ich ja damals, hier wo ich gesagt habe, ich suche einen Partner, hatte ich sie ja angeschrieben, die haben auch die E-Mail bekommen und sie haben gesagt, ja, sie gucken mal und schauen mal und bla bla bla. Und ich wollte mich mal am Laufen halten oder mal darüber informieren, was eigentlich daraus geworden ist über eine eventuelle Partnerschaft. Und zwar nichts ist geworden. Sie haben sich auch nicht mehr gemeldet, was ich ziemlich schade finde, dass man dann nicht mehr sagen kann, ja, wir haben ihre Seite angeguckt und sie sind uns einfach zu klein, zu mickrig, zu popelig. Aber ihnen weiterhin viel Glück oder so, wäre eine feine Sache, zumindest mal gemeldet. Aber nein. Nach der einen E-Mail, dass sie bekommen haben, alles und sie schauen sich das an und jo, bla bla bla, kam gar nichts mehr. Das ist jetzt auch schon 2 Wochen, 3 Wochen her. Also ich denke auch mal, dass dann leider nichts mehr kommen wird. Was ich ziemlich schade finde, aber das ist halt das Leid in der heutigen Zeit der kleinen YouTuber. Was ich irgendwie auch nicht so verstehe, ehrlich gesagt. Und mich dann schon ein bisschen frustet. Weil gerade solche Unternehmen könnten doch eigentlich eine kostenlose Werbung gut gebrauchen. Und es schadet ja keinem, oder? Es ist ja ein Geben und ein Nehmen. Finde ich. Wenn man dadurch vielleicht den einen oder anderen Kunden gewinnen kann, ist das ja nur eine Win-Win-Situation. Und man kann Werbung machen und kostet im Prinzip ja nicht. Und man kommt ja mit Sicherheit als so Gewerbetreibender wie pfefferhaus.de ja auch ein paar Sachen von Firmen oder so geschenkt und die könnte man ja dann auch eventuell weitergeben. Wird dann einem überhaupt keine Kosten entstehen. Und man hat noch kostenlose Werbung. Aber das, was ich immer predige, bist du nix, hast du nix. Verstehst? Oder hast du nix, bist du nix. Bist du klein, interessiert sich keine Sau. Im Prinzip, auf gut Deutsch gesagt, für dich. Finde ich echt traurig. Und wenn man dann nicht mal wert ist, eine kleine Antwort zu bekommen, man kann es ja knüppeldick sagen. Aber man weiß wenigstens, woran man ist und muss nicht, oder oh, könnte, hätte, Fahrradkette, jo, von wegen Banane. Ich lasse mich zwar aber deswegen auch nicht entmutigen oder so. Darum ist jetzt auch meine Bitte, die ich habe. Schreibt doch mal in die Kommentare oder so. Wen könnten wir denn noch gemeinsam anschreiben? Oder in dem Fall halt ich, ne? Um, vielleicht habt ihr eine Idee, um jemanden zu gewinnen. Irgend so ein, es muss ja nichts, bloß nichts Großes, weil die lehnen ja kategorisch ab,
Da sind wir ja viel zu klein. Irgend so ein kleines Unternehmen, wo vielleicht noch am Aufbau ist oder so und auch nicht so bekannt ist, wo man dann vielleicht dann eher eine Chance hat als No-Name, wie ich es nun mal leider bin, in der Szene, YouTube-Szene, in dieser riesen Welt von YouTube, irgendwie eine kleine Chance zu bekommen. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn ihr eine Idee habt, wie man noch anschreiben kann, dann einfach mal posten. Werde ich dann tun. Wenn mir das zusagt, muss auch irgendwo passen. Ne? Und wenn es dann so ganz komische Seiten sind, die lassen sich die Finger davon. Aber gerade weil die schon so ewig lang am Start sind, Pfefferhaus.de, habe ich mal damals gedacht, könnte man ja anschreiben. Aber wohl anscheinend nicht. Traurig, traurig sowas. Aber darüber wollte ich euch eigentlich nur mal kurz informieren, dass da also nichts weiteres gekommen ist, was eigentlich ziemlich schade ist, weil der Shop sah so gut aus und eben seit 2004 sind schon 16 Jahre am Start, vertrauenswürdig, nur Top-Bewertungen im Prinzip und klar, Bewertungen können immer auch erstunken oder logen sein, aber die haben einen eigenen Shop in Friedrichshain, stand der neue Standort in Berlin. Also schade, schade, schade. Hat nicht sollen sein, wie man so schön sagt. Hat nicht sollen sein. Finde ich eigentlich schade. Bisschen enttäuscht bin ich schon. Wäre jetzt eine coole Sache gewesen. Gerade um vielleicht auch anderen kleinen YouTubern die Hoffnung zu geben, dass man auch als kleiner 0815 Hans Wurst und Made, die man normalerweise vertritt, eine Chance hat oder bekommen kann, wenn man nur will und ein bisschen sich engagiert. Aber Leute, liebe kleine YouTuber, vereinigt euch und lasst euch gesagt sein. Die Chance gibt es ja wahrscheinlich keiner. Ich bin so traurig. Dr. Trouble. Ja, ich bin nicht in Trouble. Ich bin nur enttäuscht. Hat halt nicht sollen sein. Was soll's? Kann man machen nichts, ne? So ist Leben hart und ungerecht. Das heißt ja auch, das Leben ist eines der härtesten. Groß die Logik. Oder was meinst du, SM Teddy? SM Teddy nickt mit dem Kopf. Ne? Jo. Und wenn ihr eine Idee habt, wie oder was, oder jemand von euch ein bisschen hier affin ist, wie man so schön sagt, in Sachen Bilder malen oder so, mit ihm als Logo, mit dem SM Teddy, der da hinten, der mein neuer Freund aus meinem damaligen Auto, dass er leider weg ist, weil sein Motor Schaden hatte, ne? Das dumme Stück. Gleich mal hier weg. Weg damit. Blöd machen, kommst du fort. Verstehst du? Auto macht blöd, kommt fort. Seitdem habe ich ja kein Auto mehr. Nur noch alles zu Fuße. Alles zu Fuße machen. Aber das ist mir wurscht. Ja. Also wie gesagt, wenn jemand hier vielleicht ein Thumbnail machen könnte oder so. Ein Logo. Irgendwie. Bin ich für alles offen? Einfach mir posten, mir schicken. E-Mail-Adresse steht ja im Impressum oder irgendwo. Ne, nicht im Impressum. Kanalinfo steht ja meine E-Mail-Adresse. Einfach mir schicken. Würde mich freuen, wenn jemand da so ein bisschen zeichnen könnte. Wäre doch mal eine coole Sache. Mit dem SM-Teddy und mir so als Logo. Könnte man mal machen. Ich bin ja total planlos, sozusagen. Bin ja froh, dass ich als halt Thumbnail hinbekomme. Ne? Hat lang genug gedauert. Bin aber trotzdem stolz auf mich. Bin stolz auf mich. Oder was meinst du? Ihn interessiert es. Er steht halt einfach nur da rum. Ist halt auch nur der SM-Daddy. Ne? Das neue Maskottchen. Jo, Freunde. So viel zu dem Thema mit Pfefferhaus, das ist jetzt wahrscheinlich
zu den Akten legen kann. Traurig, 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 aber so ist halt das Leben. Hart. Gucken wir der Wahrheit oder dem Ding ins Gesicht oder in die Augen. Schauen wir in die Augen, Kleines. Und stürzen wir uns in ein neues Abenteuer, wo ich euch ja drum bitte, wenn ihr eine Idee haben solltet, wen ich anschreiben kann, einfach posten und zwar in den Kommentaren. Am besten dann noch mit einem Link dazu. Das wäre nämlich eine feine Sache, weil wenn ich wieder was suchen muss, da bin ich sowieso überfordert. Und fehlt mir auch ein bisschen dann die Time, die Zeit. Die Zeit ist ein Mörder. So, das war's dazu. Ihr wisst alles. Ich habe euch Bescheid gegeben, wie es aussieht. Fakten sind auf den Tisch gelegt. Nun seid ihr dran. Aber noch ein kleiner Tipp für alle kleinen YouTuber, die wir uns eigentlich mal zusammen machen sollten und demonstrieren. Gebt den kleinen YouTubern auch mal eine Chance. Und nicht den reichen, großen YouTubern alles schenken und in den Arsch blasen, oder? Lasst auch was für die Kleinen übrig, die wollen ja auch leben. Nicht nur im Kuchen alles geben, der schon alles hat, der perfekt ist, sondern auch den Krümeln, wie wir nun eigentlich welche auch sind. Bisschen glaube ich, nicht einmal mehr die Krümel, die keiner mehr will, die in die Tonne kommen. So sieht's aus. Also wie gesagt, lasst euch nicht entmutigen, ich tue es auch nicht. Allah. So Freunde, das war's. Ein weiterer kurioser Vlog. Und mal schauen, wann der nächste rauskommt. Mit vielleicht etwas erfreulicherem. Ich weiß es nicht. Aber ich lasse mich ja nicht entmutigen. Ich habe trotzdem gute Laune. SM Daddy sowieso immer. Der steht auch nur rum und hat Spaß. Guckt mir über die Schulter. Und wenn es ihm zu blöd wird, macht dann Rolli. Es ist ja im Zirkel, ne? Und ja. In diesem Sinne sage ich nochmal vielen Dank fürs Anschauen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Bewertet doch bitte dieses Video. Schreibt was in die Kommentare. Don't forget, ne? Ideen, Ideen, Ideen. Und aktiviert die Glocke, weil YouTube macht ja ab und zu mal wieder die Glocke ab. Und am besten, falls ihr noch kein Abo haben solltet, was ich natürlich nicht hoffe, sonst gibt es ja schwer was an den Ohren. Da kommt SMTD und dann macht es hier. Holen wir hier die Hut raus, ne? Und ab und aufs Köpfchen drücken. Press the Headband to subscribe. Ansonsten bleibt gesund, Freunde. Habt trotzdem Spaß, aber übertreibt es nicht. Und passt auf euch auf. Okay? Und immer low. Nicht meine, es ist schon alles vorbei. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Der Elefant muss draußen bleiben. In diesem Sinne sage ich tschö mit Ö und Finger die Garotze. Euer Rusty und SMT.